Iwan, 1530 bis 1584. Der zweite Zar von Russland war tiefgläubig, hochgebildet und literarisch begabt. Er pflegte einen regen Briefwechsel mit der Königin von England und anderen Adelshäusern. Er vergrößerte sein Reich auf ein Sechstel der Erdoberfläche und ist bis heute für viele Russen ein leuchtendes Vorbild. Doch Iwan IV. War auch ein Tyrann, ein grausamer, menschenverachtender Despot. Er wurde bereits zu Lebzeiten Grosny genannt, was so viel wie der Gestrenge oder der Schreckliche bedeutet. Iwan IV. Von Russland wird am 25. August 1530 in Moskau geboren. Der Sage nach stehen die Zeichen schlecht. In der Stunde seiner Geburt öffnet sich der Himmel über den Kreml und schleudert ungeheure Blitze auf die Erde. Doch das ist nur ein Vorgeschmack auf die Stürme, die im Laufe seines Lebens folgen werden. Seine Eltern sind Wassili III., Zar von Moskau, und Helena Glinskaja. Die Familie stammt aus dem auf die Waräger zurückgehenden Geschlecht der Rurikiden, die ihre Herkunft auf Rurik, den sagenumwobenen Gründer Russlands, zurückführen. Mit 3 Jahren verliert Iwan seinen Vater und ist nun Großfürst von Moskau. Die Regierungsgeschäfte übernimmt Mutter Helena, die sich mit einem aus Bojaren, also dem russischen Erbadel, bestehenden Beraterstab umgibt. Doch Helena kann ihren Sohn nicht lange unterstützen. Als Iwan 8 ist, stirbt sie an einer Vergiftung. In den Adelsfamilien entbrennen blutige Machtkämpfe. Da der kleine Iwan unbestritten der Nachfolger seines Vaters ist, versuchen verschiedene Familien, den Jungen in ihre Gewalt zu bekommen und damit ihren Einfluss zu vergrößern. Schließlich kommt er zu einer Bojarenfamilie. Doch statt sich mit Freundlichkeiten das Wohlwollen des jungen Herrschers zu sichern, ist Iwan Tag für Tag deren Bosheiten und Quälereien ausgesetzt. Sie lassen ihn spüren, dass ihre Macht in Russland größer wäre, wenn es ihn, den Sohn des verstorbenen Zaren, nicht gäbe. Doch den Jungen zu beseitigen, trauen sie sich auch nicht. Durch solche Erlebnisse entwickelt Iwan früh einen Hang zur Grausamkeit. Zum Beispiel schleudert er mit großer Genugtuung Katzen von der Kremlmauer, um sie am Boden zerschmettern zu sehen. Als er etwa 13 Jahre alt ist, befiehlt er seinem Diener, einen seiner ärgsten Widersacher zu verhaften und zu den Wolfshunden zu sperren. Der Knabe sieht regungslos zu, wie der Mann in Stücke gerissen wird. Doch Iwan hat auch andere Seiten. Er ist ein begeisterter Leser alter christlicher Chroniken. Er studiert Berichte über die orthodoxen Kirchenheiligen und schreibt leidenschaftlich gerne. Noch als Zar verfasst er unzählige Briefe an Freunde und Vertraute, aber auch an andere Herrscher wie zum Beispiel Elisabeth I., Königin von England, oder an Erich XIV., König von Schweden. Mit nur 16 Jahren wird Iwan am 16. Januar 1547 nach byzantinischem Zeremoniell in der Maria-Himmelfahrtskathedrale im Kreml zum Zaren gekrönt. Er nennt sich ab sofort Zar und Großfürst ganz Russlands. Seine Macht sieht er als von Gott gegeben. Der Zar, so wird bekannt gemacht, sei der natürliche Nachfolger der Kaiser von Byzanz und sein Stammbaum gehe bis auf den römischen Kaiser Augustus zurück. Die formale Einführung der Zarenkrönung von Iwan IV. Ist ein entscheidender Schritt vom Fürstentum der Moskowiter zum russischen Großreich, einem riesigen Reich, das schon damals mehr als 2 Millionen Quadratkilometer umfasst, mehr als England, Frankreich und Spanien zusammen. Und überall gilt das Wort des Zaren. Er ist der mächtigste Mann der Welt. Doch zu Iwans Leidenschaft für Macht und Größe gesellt sich in seinen jungen Jahren eine zweite, die Liebe zu seiner Frau Anastasia. Die Zarin stammt aus einer Familie, die bald Geschichte machen wird. Anastasia ist eine geborene Romanow. Aus über 700 Frauen hat er sie wegen ihres Anmuts und Liebreizes auserwählt. Die Verbindung ist erstaunlicherweise sehr harmonisch und wirkt sich positiv auf das Gemüt des Zaren aus.
In den 13 Jahren ihrer Ehe gibt es keine Hinrichtungen im Land. Und Iwan regiert für seine Verhältnisse geradezu großmütig. Anastasia schenkt dem Zaren 6 Kinder. Als sie dann jedoch völlig unerwartet stirbt, kann Iwan seinen Schmerz kaum überwinden. Es folgen 6 weitere Ehen, aber keine seiner künftigen Gattinnen dringt in das Herz des Zaren vor. Das hat sich mit dem Tod von Anastasia für immer in Stein verwandelt. Die erste Phase seiner Regierungszeit nutzt Iwan vor allem zur Festigung seiner Macht. So sind 1550 und 1551 die Jahre der großen Reformen. Er erlässt ein neues, detailliertes Rechtsbuch mit härteren Strafen und erneuert die Lokalverwaltung. Er bekämpft die Korruption und fördert den niederen Dienstadel auf Kosten der zuvor so mächtigen Bojaren. Die gewählten Beamten haften zusammen mit den Gemeinden für Amtsführung und Steueraufkommen. Auch der Kirche geht es an den Kragen. Iwan beruft ein Kirchenkonzil, das das Buch der 100 Kapitel verabschiedet. Darin wendet sich vor allem der Zar selbst gegen Wollust und Vergnügen der Geistlichen. Immer wieder waren in der Vergangenheit Entgleisungen an die Öffentlichkeit geraten, die er nicht mehr dulden will. Auch für den kleinen Mann hält er ein Reformwerk bereit, die sogenannte Damastroi, eine Art Hausordnung. Sie regelt das Miteinander in der russischen Familie. Die wichtigsten Punkte sind ein maßvoller Umgang miteinander, Rücksichtnahme und Zügelung des Zorns. Die Entscheidungsgewalt spricht der Kodex dem Mann zu. Die körperliche Züchtigung von Frau und Kindern ist ausdrücklich erlaubt. Iwan sorgt auch für militärische Innovationen. So stellt er eine mit Feuerwaffen ausgerüstete Elitetruppe auf, die sogenannten Strelitzen. Diese stehenden, etwa 12.000 Mann starken Einheiten stationiert er in jeder Stadt. Offiziere werden nun vor allem aufgrund ihrer Leistung ernannt und nicht wie bisher aufgrund ihrer vornehmen Abstammung. In dieser Zeit wird auch die Bindung der Bauern an den Boden verstärkt und damit die Leibeigenschaft vorbereitet. ...1552 bis 1556 erobert Iwan die Tartaren Khanate, Kasan und Astrachan. Um seine Siege zu verewigen, lässt der Zar in Moskau eine neue Kirche bauen. Ein Meisterwerk, das bis heute als Symbol für die russische Kultur steht. Die Kathedrale des heiligen Basilius mit ihren 9 Zwiebeltürmen. Damit sind die erfolgreichen Regierungsjahre des Zaren aber auch schon vorbei. Bald wird Iwan nicht mehr der Gestrenge, sondern der Schreckliche genannt. Ein Beiname, den er sich selbst gibt. In seinen eigenen zahlreichen Schriften hält er fest, dass ein Zar Terror ausüben muss, um mächtig zu sein. Eine bizarre Definition von Macht. 1558 beginnt er mit der Eroberung Sibiriens und fällt in Livland im Baltikum ein, um sich einen freien Zugang zur Ostsee zu verschaffen. Dies löst einen Krieg mit Polen, Litauen und Schweden aus, den Iwan nicht gewinnen kann. Sein Ziel im Innern ist die Auslöschung der Bojaren, unter denen er als Kind so sehr gelitten hatte. Dabei greift er neben militärischer Gewalt auch zu populistischen Tricks. Er wendet sich direkt an das Volk, um es gegen den alten Adel aufzuhetzen. Iwan gibt sich bürgernah, unternimmt Pilgerreisen, betet, zeigt Reue und weint öffentlich. So etwas sieht das Volk gern. Der Zar ist sehr beliebt in seinem Land. Nachdem Iwans geliebte Frau Anastasia erkrankt und stirbt, beginnt die Situation im Zarenreich zu eskalieren. Der Zar ist felsenfest davon überzeugt, dass sie Opfer einer Intrige geworden ist. Deshalb trifft Iwans erster Zorn auch seine engste Umgebung. Bedienstete, geschätzte Berater und altgediente Krieger finden sich plötzlich im Kerker wieder oder im Folterkeller. Ein bitteres Sprichwort macht die Runde. Je näher am Zaren, desto näher am Tod. Außerdem verschärft er seinen Kampf gegen die verhassten Bojaren. Ab jetzt ist ihm jedes Mittel recht, diesen Altadel endlich loszuwerden.
Moskowiter Fürsten müssen sich schriftlich verpflichten, das Land nicht zu verlassen und werden gezwungen, Bürgschaften und Kautionen zu hinterlegen. Seinem Terror fallen Tausende von Menschen zum Opfer. Selbst sein engster Freund, Fürst Iwan Kurbski, sieht sich in Gefahr und flieht trotz des Verbots nach Polen. Der polnische König Sigismund II., August, empfängt ihn mit offenen Armen. Aus sicherer Entfernung beginnt zwischen Fürst Kurbski und dem Zaren ein offener Briefwechsel mit gegenseitigen Anschuldigungen. Kurbski verteidigt die Stellung der Bojaren, Iwan pocht auf seine Stellung als absoluter Monarch. Die russischen Herrscher haben von jeher selbst über das ganze Reich regiert und nicht die Bojaren und Würdenträger. Soll der Zar nur Vorsitzender sein und äußere Ehre genießen, an Macht aber nicht mehr haben als ein Sklave? Für damalige Verhältnisse eine sehr moderne Sichtweise. Denn Iwan IV. Fordert den Zentralstaat. Einsam, verzweifelt und fast wahnsinnig vom Misstrauen macht Iwan einen geschickten Schachzug. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion lässt er einen Großteil des Staatsschatzes auf Schlitten laden und verlässt Moskau. In der Nähe eines Klosters, etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, schlägt er sein Lager auf und schickt mehrere öffentliche Briefe nach Moskau. Darin beklagt er die Intrigen und Verschwörungen in seinem Reich und droht mit Abdankung. Einzig und allein das Volk würde zu ihm stehen. Er wolle nur auf den Thron zurückkehren, wenn er mit den verhassten Adelsfamilien umspringen könne, wie er wolle, und das Land neu organisieren dürfe. Das Volk hat Angst vor einer Bojarenregierung und akzeptiert diese Forderungen. Der erste Schritt zur absoluten Schreckensherrschaft ist getan. Von 1565 bis 1572 nimmt Iwan etwa die Hälfte seines Reichsgebietes unter direkte Verwaltung. Den anderen Teil überlässt er den Bojaren. Eine offene Einladung zum Bürgerkrieg. Und die Gewalt nimmt weiter zu. Als Terrorinstrument setzt er ab 1565 die Truppe der sogenannten Aprichnina ein. Sie besteht aus 6000 schwarzen Reitern, von deren Pferden Hundeköpfe und Reisigbesen baumeln. Der Hundekopf als Symbol der Unterwürfigkeit und der Reisigbesen als Zeichen, dass die Feinde aus dem Land gefegt werden. Der Zar selbst wird zum Großmeister der Folter. Immer wieder denkt sich Iwan neue Tötungsarten aus, die nicht nur als Hinrichtung gedacht sind, sondern auch als öffentliche Aufführung. Mit Massenmorden versucht er, sich auch den von den Bojaren kontrollierten Teil Russlands zu unterwerfen. Kinder müssen mit ansehen, wie ihre Eltern gevierteilt werden. Ehemänner werden gezwungen, neben ihren toten Frauen am Tisch Platz zu nehmen und neben ihnen zu speisen. Das Beerdigen von Toten ist untersagt. 1570 lässt Iwan seine Horden bei einem Massaker in Nowgorod wüten. Adelige und Geistliche, aber auch einfache Bürger, Frauen und Kinder werden hingemetzelt oder in siedendes Fett geworfen. Die Opfer werden gequält und zu Tausenden in der Wolchow ertränkt. Der Zar und sein Sohn, der Zarewitsch, sehen kaltblütig zu, wie etwa 20.000 Menschen ihr Leben lassen müssen. Als das Oberhaupt der orthodoxen Kirche in Moskau die Gräueltaten anprangert, wird es entführt und in einem Kloster erhängt. 7 lange Jahre dauert die Schreckensherrschaft, die Iwan im eigenen Land ausübt. Währenddessen kommt es außenpolitisch zu Rückschlägen. 1571 kehren die Tataren in ihre einstige Heimat zurück. Geschwächt von Iwans Terror kann sich Russland kaum noch wehren. Als Moskaus Holzhäuser brennen und 60.000 Menschen an einem Tag sterben, scheint der Zar endlich zur Vernunft zu kommen. Er ruft seine Folterknechte zurück und schafft die schwarzen Reiter wieder ab. Doch der Schaden, den er dem eigenen Land zugefügt hat, ist nicht wieder gut zu machen. Die Morde der Aprichnina und die Brandspuren der Tataren werfen Russland um Jahrzehnte zurück. In den Jahren 1579 bis 1581 gelingt es Schweden und Polen mehrmals, Russland zu schlagen. Da bricht Iwans zerstörerische Kraft wieder aus. Erneut kommt es immer wieder zu Gewaltexzessen. So verbrennt er eigenhändig einen Adeligen, den er der Hexerei beschuldigt.
Seinen Schatzmeister verbrüht er mit heißem Wasser, einen Hofnarren durchbohrt er mit seinem Schwert, als dieser, vom Zaren mit heißer Suppe überschüttet, aufschreit. Und obwohl er sich gut mit seinem Sohn, dem Zarewitsch, versteht, beide teilen nämlich die Vorliebe für grausame Foltermethoden, macht seine Gewalt auch vor ihm nicht Halt. Nach einem ausgiebigen Mahl entsteht ein Streit. Im Handgemenge schlägt der Zar seine junge Schwiegertochter. Der Zarewitsch wirft sich auf den Vater, der nimmt eine Eisenstange und erschlägt seinen Filius kurzerhand. Danach scheint Iwan immer mehr den Verstand zu verlieren. Nachts fühlt er sich von den Seelen der Ermordeten verfolgt. Der Legende nach besucht der Zar nach dem Tod des Sohnes einen Konvent mystischer Mönche und Sterndeuter. Dort sieht er seinen eigenen Tod voraus, auch das Datum. Daraufhin altert Iwan vorzeitig und verfällt zusehends. Schwer krank stirbt Zar Iwan IV. Am 18. März 1584, kurz vor Mitternacht, mit 53 Jahren. Iwan hinterlässt nach seinem Tod ein völlig ausgeblutetes Land. Da er den rechtmäßigen Thronfolger selbst in einem Wutanfall erschlagen hatte, folgt ihm sein körperlich hinfälliger und geistesschwacher Sohn Fjodor auf den Thron. Weil dieser nicht in der Lage ist, das gigantische Reich zu führen, übernimmt dessen Schwiegervater Boris Godunov die eigentlichen Amtsgeschäfte. Als Fjodor 1598 kinderlos stirbt, erlischt die Dynastie. Russland stürzt in eine tiefe Krise. Das Reich, das Iwan der Schreckliche hinterlassen hatte, steht kurz vor seinem Zusammenbruch.